Herzlich willkommen bei der Stunde der Wahrheit. Wir schauen uns heute wieder das Evangelium an und ich bin hier mit zwei Leuten. Hallo, ich bin Wolfgang. Ich bin Nick. Und wir wollen miteinander erst mal beten. Vater im Himmel, Jehoshua Mashiach. Danke, Herr. Wir danken dir, dass wir zu kommen haben. Dein Wort, du warst alles. Dein Wort benannt seit der Welt. Und dein Wort, du hast gesagt, und zwei oder drei, damit die Wahrheit aufgedeckt wird, die in die Herzen der Menschen hineinkommt. Wir bitten jetzt um die richtigen Worte. Wir wollen nicht von uns sprechen, sondern wir wollen von dir sprechen. Dein Name ist wir wollen, dass du bitte die Ohren von den Zuhörern aufmachst und das Herz, was sie verstehen, dass sie was Neues erkennen, dass wir miteinander was von dir lernen. Weil immer wenn wir was lesen, dann wissen wir das nicht schon vorhinein, sondern dann lernen wir. Während des Lesens bist du dann Heiliger Geist. Du bist erhöht. Amen. Amen. Wir lesen in Psalm 46, Vers 11. Lasst ab und erkennt, dass ich Elohim bin. Ich werde erhöht sein unter den Nationen. Erhöht auf der Erde. Dieser Vers in diesem Psalm sagt vieles aus. Und wir müssen darauf achten, dass wir das Richtige erkennen. Was ist damit gemeint? Was will der Herr uns da sagen? Schon in dieser Zeit, wo die Psalmen geschrieben wurden, von Propheten, David zum Beispiel, alle, die Psalmen geschrieben haben, in vielen Versen ist auch eine Voraussage drin, was sein wird. Und in diesem Vers 11 erkennen wir, er hat gesagt, lasst ab und erkennt, dass ich Elohim bin, ich werde erhöht sein unter den Nationen, erhöht auf der Erde. Das heißt, zur damaligen Zeit in Jerusalem waren, man weiß, da waren viele Nationen. Jerusalem war ein wichtiger Treffpunkt, wo sich viele Völkerschaften und Nationen auch getroffen haben. Und es wurden auch dort vielerlei Sprachen gesprochen. Und des Weiteren steht, erhöht auf der Erde. Das heißt im Klartext, dass der Herr erhöht sein wird vor den Menschen, die dort waren, sichtbar erhöht sein wird. Und sichtbar erhöht bedeutet, er wurde ans Kreuz genagelt und alle haben ihn gesehen. Alle konnten bezeugen, dieser Jehoshua Mashiach, den man in unserem Sprachgebrauch Jesus nennt, wurde erhöht am Kreuz. Aber was es aussagt, es sagt, dass ich Elohim bin. Er ist allein der alleinige Elohim, der alleinige Vater, der Allmächtige. Er ist das Wort, er ist der Schöpfer von allen Dingen. Er ist nicht eine andere Person, sondern er wurde Mensch, ließ sich selbst von einer irdischen Frau zur Welt bringen und hat gewusst, dass er
unsere Sünden ans Kreuz tragen wird. Er allein ist alles in allem, der Allmächtige. Und sonst keiner. Nicht drei Personen. Denn unser Elohim ist Vater. Als Mensch nennt er sich der Menschensohn. Aber er war in sich vollkommen Elohim. Jahwe. Er war Amen. Alles. Er war einer. Nicht drei Personen. Der Geist Elohim ist in diesem Menschen gewesen. Vollkommen. Es gibt nur einen. Und das besagt, dass Gott, unser Vater, was wir Gott nennen, Jahwe, dass dieser sich selbst erniedrigte und ans Kreuz gegangen ist. Wenn ich dazu was sagen darf, was du jetzt gerade gesagt hast, er hat sich selbst erniedrigt am Kreuz, weil da wurden ja nur die Verbrecher gekreuzigt. Ja. Das war sozusagen der Ort der größten Schande, ja, weil alle vorbeigegangen sind, ja, sowohl Juden als auch andere Völker. Wie du gesagt hast, in Jerusalem waren viele Nationen. Aber diese Erniedrigung am Kreuz ist gleichzeitig auch eine Erhöhung. Und das ist das eigentlich, was dieser Vers 11 da in dem Psalm, lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin, also Gott ist Elohim, ich werde erhöht sein unter den Nationen, erhöht auf der Erde, dass dieser Psalm eigentlich wirklich eine Vorausschau war, eine Prophezeiung. Und ich glaube, Jesus hat ja auch im Johannesevangelium kann man das lesen, dass Jesus ja auch vorausgesagt hat, als er als Mensch auf der Erde war, als Menschensohn, dass er sozusagen erhöht werden muss. Ja. Also, dass er gekreuzigt werden muss. Und ist in Johannes Kapitel 3. Aus dem Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Amen. 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 Da sehen wir, er selbst hat dieses zu Nikodemus gesagt, der Sohn des Menschen, so wie er sich selbst genannt hat, als Sohn des Menschen, er muss erhöht werden. Er hat unsere Schuld ans Kreuz getragen, damit wir, jeder der das glaubt, dass der Herr Jeschua Maschia ans Kreuz gegangen ist, erhöht worden ist für seine Sünden, es glaubt und auch beherzigt und in seinem Herzen behält und nicht mehr von diesem Glauben abfällt und seine Worte tut, der wird in die Ewigkeit eingehen, in die ewige Herrlichkeit. Zu Jehoshua Maschiach. Amen. Amen. Und das hat er ja zu Nikodemus gesagt, in der Nacht, als Nikodemus ihn aufgesucht hat, um ihm zu bezeugen, dass sie eigentlich, der Hohe Rat, dass sie schon wissen, dass er etwas Besonderes ist. Und ja, später hat er es aber auch nochmal in der Öffentlichkeit
zu den Schriftgelehrten und Pharisäern gesagt. Da gibt es nämlich den Johannes 8, Vers 28 noch. Da geht es ganz deutlich draus hervor. Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Amen. 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 Halleluja. Und Amen. Und da sehe ich nochmal draus, dass da steht, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet. Er sagt ihr, weil gekreuzigt haben ihn ja, also die Juden zusammen mit den Römern. Also er spricht da ganz klar auf dieses Ereignis, der Kreuzeserhöhung an, auf nichts anderes. Und wenn da steht, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, und im Psalm 46, Vers 11 steht dann, lasst ab und erkennt, dass ich Elohim, Gott bin, ich werde erhöht sein unter den Nationen, erhöht auf der Erde. Ja, es ist ganz eindeutig, dass Jesus, Jehoshua Mashiach, selbst Gott ist Elohim El Shaddai, der Allerhöchste. Er ist Yahweh. Er ist der Schöpfer von allem. Er hat alles von Anfang bis zum Ende gemacht und hat es vollkommen gemacht. Und er allein, er selbst, hat seine Hingabe schon geplant gehabt. Er hat alles voraus für uns Menschen, damit wir sündigen Menschen, zur Sünde gekommenen Menschen, abgefallen von ihm. Das ist der Weg zurück in die Ewigkeit, in die ewige Herrlichkeit, zu ihm. Amen. Es gibt keinen anderen Weg. Wir selbst können uns nicht erlösen. Nur er selbst. Und das war unser Papa. Der Papa, unser Schöpfer, unser Elohim, El Shaddai, Yahweh, hat sich selbst für uns hingegeben. Amen. 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 Ich möchte jetzt nochmal ganz gern auf diese Nationen, auf diese Völker zu sprechen kommen. Weil da ja steht, lasst ab und erkennt, dass ich Elohim bin, ich werde erhöht sein unter den Nationen, erhöht auf der Erde. Ja. Weil du hast ja am Anfang gesagt, es handelt sich hier ganz klar um die Kreuzigung in Jerusalem. Obwohl jetzt da Nationen steht. Und dafür gibt es auch wieder einen Beweis, wiederum im Johannesevangelium. Und zwar, dass diese Kreuzigung für alle Nationen schon sichtbar war in Jerusalem. Und zwar bei der Kreuzigung da im Johannes 19. Johannes 19, ab Vers 16 bis 20. Dann nun lieferte er ihn an sie aus, dass er gekreuzigt würde. Sie aber nahmen Jesus hin und führten ihn fort. Und er selbst trug sein Kreuz und ging hinaus nach der Stätte genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, wo sie ihn kreuzigten und zwei andere mit ihm auf dieser und jener Seite, Jehoshua aber in der Mitte. Pilatus schrieb aber auch eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es war aber geschrieben, Jehoshua, der Nazaräer, der König der Juden. Diese Aufschrift nun lasen viele von den Juden, denn die Stätte, wo Jehoshua gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch.
Amen. Amen. Und wir sehen daraus auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch. Das heißt, dass auch die Nationen, die Menschen aus den Nationen, das lesen konnten. Ja, genau. Man muss sagen, dass was heutzutage Englisch und Spanisch ist, das war damals einfach Lateinisch und Griechisch. Ja. Das ja. waren damals die Weltsprachen. Ja. Die Sprachen, die auch alle Gebildeten ja. kannten. Und dadurch, dass Pilatus das in den drei Sprachen geschrieben hat, hat er, ohne es selber eigentlich zu wissen, die Prophezeiung erfüllt. Ja, genau. Mhm. Dass Joshua, wo er gesagt hat, ich bin Elohim, ich werde erhöht sein, unter den Nationen. Ja, genau. Der Pilatus war ja Heide. Er war ja ein Machthaber, ein grausamer Machthaber. Ja. Aber in dem Fall das Werkzeug Elohims. Mhm. Das ja, heißt, der am Kreuz da erhöht war, er hat eigentlich alles rundum diktiert, obwohl er gedemütigt wurde, aber im Endeffekt... Und er das geplant. Genau. Alles wurde von ihm selbst geplant. Mhm. Er hat alles in weiser Voraussicht gemacht, damit wir von unseren Sünden und von unserem Abfall wieder gerettet werden können und damit wir wieder zurückkommen können in die ewige Herrlichkeit zu ihm. Amen. 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 Es ist halt schade, dass dieser Vers in manchen Bibelübersetzungen oder dass dieses Wort erhöht. Das Wort erhöht, da wollen wir mal schauen, was das auf Hebräisch heißt, weil der alte Bund, der ist ja auf Hebräisch geschrieben, die Psalmen, und das heißt aufsteigen, sich erheben, hoch sein, hochgestellt werden, auch erhaben sein, emporgehoben werden. Also das hat schon viele Bedeutungen. Aber es gibt Bibelübersetzungen, die benutzen zum Beispiel einen ganz falschen Begriff für dieses Verb erheben. Auf Hebräisch, ich kann es nicht gescheit lesen, aber Ruhm. Und das ist ein Verb. Wie gesagt, erheben. So, da lese ich in der Schlachter 2000, die irgendwann also neu übersetzt worden ist. Zum Beispiel, lasst euren Aufruhr und erkennt, dass ich allein Gott bin, hoch erhaben über alle Völker, geehrt in aller Welt. Also, man erkennt darin gar nichts. Es steht zwar drin, hoch erhaben über alle Völker, aber der nächste Satz, geehrt in aller Welt. Aber nicht das, was er für uns getan hat. Er hat unsere Schuld ans Kreuz genagelt. Es steht nicht, es ist nicht eindeutig. Mhm. Das ist eine Verfälschung. Das liegt an verschiedenen Verständnis der Übersetzer. Sie müssen beim Wort bleiben. Sie brauchen keine neuen Wörter dazu bringen. Der Herr selbst hat gesagt, keine Silbe darf verändert werden. Amen. Und man muss in der Bibel oder wenn man die Bibel übersetzt, nicht unbedingt auf das tollste Deutsch achten. Man darf auch Wiederholungen gebrauchen, weil Elohim selber hat in der Bibel Wiederholungen gebraucht. Wer schon mal reingeschaut hat, wer schon mal gelesen hat, der merkt vielleicht, dass viele Sätze mit und beginnen. Das geht ja zum Beispiel beim Aussatzschreiben im Deutschen, das darf man ja gar nicht machen. Aber die Sprache der Bibel ist anders. Und ich glaube, in Hiob oder so wird mal gesagt, der Herr spricht einmal, zweimal. Das heißt,
Der Herr wiederholt sich. Er kann sich auch in einem Satz wiederholen und das gleiche Wort öfter gebrauchen, zum Beispiel in unserem Fall das Wort erhöht, damit das ins Ohr geht. Er ist wirklich erhöht. Er ist erhöht. Er wurde erhöht. Und das sagt er uns so eindringlich. Da braucht man nicht das eine Mal sagen, ja, er ist, wie steht es da? Er ist erhaben und eine, und er ist geehrt, genau. Man muss es einfach so sagen, wie es ist. In einer anderen Bibel steht, er ist der Höchste, aber der Höchste ist wieder ein ganz anderes Wort. Das ist ein Nomen, der Höchste ist ein Nomen. In dem Fall steht aber ein Verb drin, das heißt, er ist etwas, was man tut. Ja, und dann er ist die, erhöht. Ja, da ist die Aussage, die er gemacht hat, schon verfälscht. Ja. Und jeder versteht es anders. Und wir müssen darauf achten, dass die Worte, die wirklich von der Urbibel übernommen wurden, nicht verfälscht werden, sondern in der Wahrheit wieder weitergegeben werden. Amen. Amen. Und da müssen wir diese Menschen, die übersetzen, tadeln und sagen, bleibt da bei dem Wort, was geschrieben ist und ohne Veränderung. Es wird den Übersetzern nicht gut ergehen, wenn sie Worte schreiben, die nicht in der Wahrheit sind. Amen. In der Wahrheit so, wie unser Vater Elohim sie weitergegeben hat. Amen. 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 Ich möchte nochmal zusammenfassen. Dir ist es heute darum gegangen, einen der ganz, ganz vielen Beweise aus der Bibel zu zeigen, dass Jesus Christus wirklich Gott ist, dass Jehoshua Mashiach Elohim ist. Amen. Und dieser Vers, dass er selber erhöht worden ist und gekreuzigt worden ist, den hast du gefunden. Amen. Amen. Ich möchte meinem Vater einfach danken. Jehoshua Mashiach, danke, dass du uns zusammengerufen hast und dass du uns immer wieder neue Kraft gibst, deine Liebe gibst für dein Wort und deine Liebe, dein Wort weiterzugeben, die Kraft dazu. Und wir danken dir, dass du uns hilfst, in der Wahrheit zu bleiben und nicht abzufallen, nicht selbst neue Dinge zu erfinden, sondern rein, ganz allein, in deinem Wort zu bleiben. Danke dir, Jehoshua Mashiach. Amen. Amen. Amen.